Eben. So Leute, und hier seht ihr mal wieder das, wovon ich immer rede. Ihr seht hier neben das schöne alte Häuschen. Das hier. Wir gehen mal ein bisschen dichter dran. Es sieht natürlich aus, als wenn es schief wäre. Aber wenn man innen steht, ist es nicht schief. Und daneben ein moderner, hässlicher Scholz. Viereckiger, wie sagt man, Betonklotz. Eine bauliche Schande, Leute. Das stimmt, oder? Ja. Na also. Scholz. Leute, das ist auch noch ein schönes altes Häuschen hier. Und seht mal, wie schön man die Außenstände noch verziert hat. Also ich hätte nicht gedacht, dass hier in Fulda dann schließlich doch noch so einige. Ulei, was sehe ich denn hier? Filthy, ich komme gar nicht an den Fluss, um noch mehr Bier zu trinken. Zieht euch das hier rein. Und viele Häuser mit christlichen Symbolen, weil die Menschen waren damals alle gläubig. Weil sie halt auch kein Wissen hatten. Ihr wisst ja, dass wir einen riesen Vorteil haben. Und zwar 200 Jahre, mittlerweile 250 Jahre der Aufklärung. Der Sieg der Wissenschaft über die Religion. Gut Leute, dann seht euch mal das Häuschen hier an. Filthy! Geil. Das ist die Mühlenstraße. Ja, da unten geht es auch zum Fluss. Da waren natürlich die Mühlen gewesen. Das ist hundertprozentig auch Fachwerk. Man hat es nur nicht betoniert. Ich weiß nicht, wie man das... Verputzt, genau. Man hat es direkt verputzt. Gut, Leute. Dann bis gleich. Leute, wir sind ja hier direkt voll fett in Fulda und da hinten ist die Fulda, da wollen wir jetzt erstmal ein Bier trinken und mockern und seht mal, was ich hier gefunden habe. Filthy! Wetzlar! Yeah, baby! Hey, fuck me, baby! Eben! Wenn das mal nicht filthy ist, Leute. Scholz? Willst du auch noch einen ablassen? Nee, ich kann da jetzt nicht. Warum? Ich hab ja immer dann abgelassen. Wollen wir da hin oder? Na ja, wollen runter an den Fluss? Ja gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir da hinkommen. Da werden wir schon hinkommen. So Leute, wir sind jetzt direkt hier unten an der Fulda, hat er gesagt. Die Fulda wird erst dann richtig groß, wenn die Eder in die Fulda reingeflossen ist. Das könnte auch sein, weil ich habe auf der Karte hier von Fulda gesehen, dass das irgendwie ein bisschen filthy ist. Ich will damit sagen, dass es hier auch so Tümpel gibt, so Auen, oder wie man dazu sagt, wo einfach kein richtig Wasser fließt. Also wir gucken uns auf jeden Fall mal weiterhin um, gell? Eben. Scholz? Die war auch Hochwasser. Das stimmt.
glaube kaum, dass das... Scholz? Ich glaube kaum, dass das hier die Fulda ist. Ich muss da einmal auf der Landkarte gucken, so wie das da ausgesehen hat. Ja, guck mal hier. Nöckt. Mach das, bevor ihr... Ja, Leute, das war der Tag in Fulda bis soweit. Wie ihr merkt, habe ich wieder ordentlich Bier getrunken und der Zug von Fulda zurück in die Heimat, wenn du da musst du umsteigen, wenn du zu spät bist, über Wetzlar und dann in Gießen nochmal umsteigen, bis über Alsfeld, nicht Wetzlar, da will ich doch hin, verdammte Kiste. Naja, ihr wisst, was ihr meint, ihr merkt, ich bin total dicht. Deswegen trinke ich noch Uriak. Seht ihr die Wespe, die Schurze? Give me a damn. Auf jeden Fall in dem Sinne trinke ich trotz der Wespe noch einen massiven Schluck Bier. Nöckt. We'll be right back.